Moin moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial rund um Black Desert. Und im heutigen etwas kürzeren Video möchte ich euch zwei Bereiche von Black Desert ein bisschen näher vorstellen. Zum einen das Auktionshaus und zum anderen ein wenig was zum Handel erzählen. Das sind zwei Bereiche, die ich persönlich am Anfang vernachlässigt habe, die aber sehr wichtig sind, besonders wenn ihr auch Geld machen wollt oder vielleicht das ein oder andere Item noch benötigt. Und es geht ein bisschen über ins Crafting und Handwerkbereich, wofür ich aber ein extra Video machen werde, was hoffentlich irgendwann im Laufe der Woche, spätestens am Wochenende, kommen wird. Fangen wir mit dem einfacheren von beiden an, mit dem Börsenhandel bzw. dem Auktionshaus. Das ist ein Bereich, den sehr, sehr viele erst spät entdecken, denn das Börsenhandeln, oder ich nenne es einfach AHA, wie man es kennt, Auktionshaus, das ist erst in den größeren Städten möglich. Das bedeutet im Black Desert erst in Heidel. Zum einen, wie könnt ihr im AHA verkaufen? Ihr müsst dafür tatsächlich zu dem Börsenbeauftragten gehen. Den könnt ihr relativ einfach finden. Wenn ihr in der Stadt seid, klickt ihr einfach rechts oben auf diese Lupe mit den NPC und sucht dort Marktplatzhaus. Denn Marktplatz, so nennt sich das Ganze eigentlich. Die haben verschiedene Begriffe genutzt. Das finde ich ein bisschen schwierig, denn am Anfang ist es halt sehr verwirrend. Wenn ihr da draufklickt, werdet ihr zu dem Börsenbeauftragten dieser Stadt geführt werden. An sich könnt ihr ihn auch ganz einfach finden. Das ist nämlich einmal ein NPC, der irgendwo in der Stadt steht und ein Schild hochhält. Auch in Olvia ist einer, wenn ich mich nicht irre. Ich persönlich war aber bis jetzt nur in dem in Heidel. Und das Marktplatz funktioniert, oder dieser Marktplatz funktioniert tatsächlich nicht stadtübergreifend. Bedeutet, ihr solltet schon gucken, wo ihr was kaufen möchtet und in welchem Marktplatz ihr etwas bekommt. Grundsätzlich auf dem Marktplatz etwas einstellen ist sehr einfach. Ihr sprecht mit dem Börsenbeauftragten, geht dort auf registrierte, meine registrierten Gegenstände und dort könnt ihr einen Gegenstand registrieren. Bedeutet einfach immer H einstellen. Es wird euch direkt angezeigt, was ist der niedrigste Preis in letzter Zeit, mit welchem dieser Gegenstand gehandelt worden ist, was ist der höchste Preis. Und dementsprechend könnt ihr dann selber einstellen, wie viel möchtet ihr dafür haben. Klickt einfach mal auf das Bestätigen des Gebotes und könnt das Ganze dann einstellen. Ihr habt eine begrenzte Anzahl an Items, die ihr einstellen könnt, aber die sind mehr oder weniger mehr als genug. Ein Tipp hier, ihr solltet sämtliche Ausrüstungsgegenstände, die ihr nicht benötigt für keine weiteren Klassen, nicht einfach an den Händlern verkaufen, sondern packt sie ins AHA. Dort werden sie sehr gerne von anderen Spielern genommen. Ein weiterer Punkt, was mit dem Auktionshaus auch noch zu tun hat, ist, ihr müsst nicht unbedingt beim Börsenbeauftragten das machen. Ihr könnt es auch von eurem Lager aus machen. Und zwar geht ihr einfach zum Lager und dort ist unten, wenn ihr mit dem Lagerverwalter sprecht, ein Knopf für Marktplatz. So könnt ihr direkt eure Gegenstände aus dem Lager auch ins Auktionshaus dieser Stadt reinsetzen und müsst nicht die Sachen hin und her tragen oder ständig bei euch im Inventory haben. Das sind schon mal zwei Punkte. Der dritte Punkt, der euch auch bewusst sein sollte, wenn ihr einen Gegenstand verkauft, bekommt ihr Post und eine Benachrichtigung darüber. Aber das Geld kriegt ihr nicht zugeschickt. Ihr müsst zu dem Börsenbeauftragten, wo ihr die Gegenstände reingesetzt habt, hinlaufen. Dort auf meine registrierten Gegenstände und dann könnt ihr das Geld einsammeln. Ist halt alles ein bisschen mehr auf Roleplay ausgelegt, nicht so, ich sag mal, einfach wie man es von anderen Auktionshäusern kennt, aber im Großen und Ganzen ist das relativ schnell durchzublicken, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Wie man Gegenstände im AHA kauft, brauche ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Einfach raussuchen, bieten und dann bekommt ihr das Ganze. Viel interessanter ist dann der zweite Punkt dieses Videos, nämlich das Handeln. Denn Handeln ist im Black Desert eine gute Einnahmequelle für Geld und es hat nichts mit dem Handeln mit anderen Spielern zu tun, sondern komplett mit der Wirtschaft der NPCs. In jeder Stadt und auch in bestimmten Posten werdet ihr eine Handelsaufsicht finden. Und auch bei den Handelsposten gibt es eben tatsächlich so jemanden. Das Handeln in Black Desert ist an sich zwei Sachen. Man kann zum einen damit Geld machen. Wie macht man Geld? Grob gesagt, ihr kauft in einer Stadt günstig ein, transportiert das Ganze in eine andere Stadt und verkauft es teuer. Das macht natürlich mit einzelnen Handelswaren nicht wirklich Sinn, daher zwei Tipps. Ihr solltet euch so schnell wie möglich einen Pferdewagen beim Stall kaufen, diese Investition definitiv tätigen oder vielleicht einen selber bauen, wie gehabt. Darauf gehe ich aber in mein Crafting-Video ein, damit ihr viele Sachen tragen könnt. Umso mehr Sachen ihr günstig in einer Stadt kauft, umso mehr Gewinn könnt ihr dadurch machen, dass ihr über den Preis in einer anderen Stadt verkauft. Es ist auch so, dass sobald ihr Level 5 ungefähr im Handeln erreicht habt, das erreicht ihr dadurch einfach, dass ihr die ganzen Münzen, die ihr durch verschiedene Quests bekommt, an den Handelsposten verkauft. Woanders könnt ihr sie ja gar nicht verkaufen. Jedenfalls ab Level 5 werdet ihr auch Quests von den einzelnen Handelsaufsichtsposten bekommen, die euch von A nach B schicken, damit ihr dann ein bisschen besser vorankommt.
Auch hier zwei Tipps. Das Handeln ist recht intensiv und auch zeitaufwendig, aber ihr könnt zum einen entweder euch dafür entscheiden, mit einem ganzen Wagen Pferd rumzufahren, damit ihr viele Sachen tragen könnt. Ihr könnt aber auch euer Pferd so nutzen, um schneller von A nach B zu kommen. Aber was ich euch empfehlen würde, gerade am Anfang vielleicht das Ganze doch zu Fuß zu machen. Zu Fuß könnt ihr nicht viel tragen und ihr seid super langsam. Aber was ihr damit macht, ihr levelt eure Stärke. Eure Stärke beeinflusst direkt, wie viel ihr tragen könnt. Viele machen den Fehler, dass sie zwar das Inventory oder den Inventarplatz erweitern, aber nicht ihre Stärke skillen. Das bedeutet, ihr habt zwar viele Plätze, aber ihr könnt nicht viel tragen, denn ihr könnt nur bis zu einem Gewicht tragen. Indem ihr diese Handelswaren auf den Rücken habt und von A nach B lauft, werdet ihr auch stärker, was aber wirklich sehr lange dauert und könnt somit dann auch langfristig mehr tragen. Viele haben sich bestimmt schon gefragt, was diese roten Punkte auf der Map sind. Das hat nämlich mit dem Handeln zu tun. Das sind Diebesgilden und genau da ist nämlich, ich sag mal, der Casus Knactus. Wenn ihr zu Fuß unterwegs seid und so einer Diebesgilde irgendwie entgegentretet, werden sie euch sehr wahrscheinlich natzen. Das heißt, mit dem Pferd kommt ihr schneller von A nach B, da werden sie euch wahrscheinlich nicht vom Pferd runterholen können. Zu Fuß werden sie euch definitiv töten. Das ist auch der Grund, warum ich euch nicht empfehlen würde, komplett AFK von A nach B zu laufen, denn es kann passieren, dass ihr wiederkommt und einfach getötet wurde. Auch etwas, was viele noch nicht festgestellt haben, wenn ihr mit Rechtsklick euren Weg festlegt und mit T das ganze Laufen macht, dann seid ihr ein bisschen langsamer, als wenn ihr selber lauft. Es ist sehr zeitaufwendig, ich weiß. Ich persönlich habe nur 2 Level in der Stärke geskillt und danach habe ich angefangen, mit einem Pferd von A nach B zu laufen. Zurück zu den Handelspostenaufsehern. Ihr könnt immer, wenn ihr bei dem seid, einfach schauen, okay, bei wie viel Wert kaufe ich das und bei wie viel Wert kann ich das eventuell verkaufen. Ihr könnt aber auch nur Handel zwischen verschiedenen Städten und Handelsposten machen, die ihr vorab miteinander verknüpft habt. Also wenn ihr nicht wisst, wie ihr verschiedene Punkte auf der Karte miteinander verknüpft, kann ich euch nur empfehlen, geht zurück, sucht bei mir nach Arbeiter, Knotenpunkten und Arbeiter- und Knotenpunkten-Video, was ich schon mal gemacht habe, den verlinke ich, packe ich euch auch noch in die Videobeschreibung. Dort erkläre ich ein bisschen, wie das Ganze abläuft mit den Kontributionspunkten, wie ihr die Knoten miteinander verbindet. Denn wenn ihr zum Beispiel Olvia mit Velia und Heidel verbindet, so könnt ihr zwischen diesen 3 Städten definitiv Handel betreiben. Richtig, richtig wirtschaftlich erfolgreich wird das Ganze aber, wenn ihr mehrere Städte freigeschaltet habt und zwischen wirklich auseinandergelegten Städten das Ganze macht und immer viel mitnimmt. Da könnt ihr tatsächlich einige hunderttausende Silber machen. Ist halt so ein netter Zeitvertreib, ist ein Spiel im Spiel, bringt euch im Level nicht wirklich voran, aber es macht Geld und Geld kann ja jeder gebrauchen. Ein letzter Tipp für den Handel, wenn ihr Stärke nicht skillen wollt und mit dem Pferd unterwegs sein möchtet, dann sorgt dafür, dass ihr auch eigene Pferde an den Handelswagen anbringt. Das geht, wie das Ganze funktioniert, werde ich wahrscheinlich in meinem Crafting-Tutorial ein bisschen näher vorstellen. Muss ich selber mich noch ein bisschen reintüfteln. Jedenfalls habe ich gelesen, dass es auch eine ganz gute Möglichkeit ist, eure Pferde langfristig auch in den Level aufzukommen und zeitgleich Geld zu machen. Denn wenn wir eins wissen, Black Desert ist extrem zeitaufwendig und es ist immer gut, wenn man mehrere Sachen zeitgleich machen kann. So, das soll es gewesen sein. Sollte wirklich so nur ein grober Überblick über Handeln und über das Auktionshaus sein. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche sie bestmöglich zu beantworten. Auch wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt, die ein bisschen tiefer reingehen oder wenn ihr euch tatsächlich euch dafür interessiert, wie das Handeln wirklich funktioniert, schreibt es gerne rein. Dann tüftle ich mich da gerne noch ein bisschen rein und mache ein extra Video. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat, über ein Abo, falls ihr mich noch nicht kennt und in meiner Black Desert Playlist findet ihr noch zahlreich weitere Tutorials rund um das Spiel. Mir persönlich gefällt es richtig gut und ich glaube, ich werde auch noch einiges dazu machen. Ansonsten hoffe ich natürlich, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ich bin da mal raus.